Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 8. Dezember, 8:52 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum und wir bereiten uns wieder auf unseren DAX-Trade vor. Wir haben heute eine Trading Range von 24,3 Punkte. Wir sind über der 11.000er, das heißt die 10.800er Marke wurde gestern überwunden, nachhaltig. Und heute haben wir die Zinsentscheidung von der EZB. Da wird nichts erwartet, aber die Pressekonferenz, die dann folgt um ca. 14:30 Uhr, da hört man dann genauer hin, was der Herr Signor Draghi erzählt. Das könnte dazu hinführen, dass der Markt entweder bis zur Pressekonferenz ruhig ist. Wir werden aber trotzdem diesen Trade traden. Aber ansonsten vom Regelwerk würden wir auch empfehlen, an solchen Tagen wie heute sich vielleicht aus dem Markt rauszuhalten und sich das Ganze eben halt anzuschauen. Denn Nervosität könnte natürlich auch dazu Folgen führen, dass die Leute eben halt sich zurückhalten und der Markt keine großen Bewegungen macht. Wir traden aber trotzdem heute Morgen hier und werden diese Box nicht verkleinern, sondern lassen das bei 24,3 Punkte. Wir werden heute die Linien jetzt mal hier platzieren und gehen hier mit einem Risiko heute von 0,12 rein und wir haben noch eine Minute, melde mich dann gleich nochmal. Okay, 8:54 Uhr, 10 Sekunden und wir schalten das ganze Ding scharf und zum Mitschreiben 11.002, also beziehungsweise 11.020 gehen wir short und 11.044 würde die Kauforder liegen. Risiko heute 0,12. Meld mich dann gleich nochmal. 9 Uhr und wir sind short. Erster Trade. Gewinnziel liegt kurz über dem Daily Pivot bei 10.999. Also knapp unter der Big Number. So, Trade Nummer 2 ist aktiv, also der Markt will weiter nach oben und unser Gewinnziel liegt bei 11.067 jetzt. 58, 59 wird gehandelt. Es ist 9:04 Uhr. Es ist 9:16 Uhr, wir sind im zweiten Trade. Long, die blaue Linie zeichnet unser Gewinnziel an, 11.067. Der DAX hat ein Hoch ausgebildet bei 11.058. Und verhält sich jetzt relativ ruhig. Meld mich dann gleich nochmal. Es ist 9:49 Uhr und wir sehen, es tut sich ein wenig was. Wir haben eben ein, wir sind auf dem Minutenchart. 11.063, 67 ist unser Gewinnziel. Jetzt gucken wir, dass wir nochmal nach oben laufen. Jetzt kommt nochmal eine weiße Kerze hier. Meld mich gleich nochmal. Und wir sind auch aus dem Trade draußen. Ich zeichne kurz den Trade mal ein. Also ein nervöser Start. Trade Nummer 1 und Trade Nummer 2. Und wir sind hier oben draußen. Mal gucken, was heute Draghi bringt. Ich wünsche euch allen noch einen erfolgreichen Handel. Und wenn ihr Lust habt, morgen hören wir uns morgen wieder.